Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Alex Fischer und in diesem kurzen Video möchte ich dir kurz erklären, was bei Immobilien schlimm aussieht, aber nicht unbedingt schlimm sein muss. Besonders interessant für die Ankaufsprüfung und die Kaufpreisverhandlung. Zunächst einmal, was die Nicht-Profis üblicherweise abschreckt, sind hässliche, ungestrichene Fassaden mit leichten Putzablatzungen. Das ist das kleinste Problem. Ein wenig die Fassade spachteln, nachstreichen und schon sieht das Ding wieder tippitoppi aus. Lass dich also nicht von einer schlecht aussehenden oder gammeligen Fassade abschrecken. Es sei denn, es sind Wärmedämmfassaden und die haben riesige Löcher, dann bedeutet es, dass dort Wasser hintergelaufen ist und du die ganze Fassade abreißen darfst. Außerdem, wie ich es in anderen Videos auch schon erwähnt habe, nasse Stellen in Kellern sind meist nicht so schlimm, während feuchte Stellen schon schlimm sind. Warum? Weil nasse haben meist ein akutes Problem, wie zum Beispiel ein Abflussrohr einer Dachrinne, das verstopft ist und dann das Wasser in den Keller reindrückt, oder ein undichtes Kellerfenster, das bei Gewitter einfach Wasser reinlässt. Sieht schlimm aus, ist aber nicht schlimm. Ein weiterer Punkt, bei dem Laien immer denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die machen den Stromkasten des Hauses auf und sehen dort diese alten Drehsicherungen und nicht diese modernen Sicherungsautomaten und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die ganze Elektrik hier ist ja alt. Ja, das ist Käse, weil nämlich diesen Kasten auswechseln zu lassen, kostet zwischen 3.000 und 6.000 Euro, je nachdem, wie viele Parteien da drin sind. Dann hast du modernste Automaten da drin. Ist also nicht so schlimm im Verhältnis zu je nachdem, was für einen Kaufpreis du bezahlst. Oder auch viele nicht Profis lassen sich von schmuddeliger Optik abschrecken. Schmuddelige Optik kann an zwei Sachen liegen. Entweder das Ding ist gerade mal renoviert worden vor einem Jahr und sieht schon aus wie Sau, dann würde ich auch stutzig werden, weil es bedeutet nämlich, dass dort lauter Asoziale als Mieter wohnen. Wenn das Ding allerdings seit 30 Jahren nicht renoviert wurde, weil sich der Eigentümer nicht drum gekümmert hat, ist natürlich so ein Treppenhaus schmuddelig. Aber ein Treppenhaus zu streichen kostet praktisch gar nichts, kannst du Hilfsarbeiter machen lassen. Kommen wir mal zur Wohnung selber. Was dort viele Nicht-Profis abschreckt, sind zum Beispiel schabbelige Bodenbeläge, wie zum Beispiel alte gammlige Teppiche. Gar kein Problem, lass den Teppich einfach drin, leg Laminat drüber, kostet nicht viel Geld. Siehe Reno-Tabelle, die ist hier unten entsprechend verlinkt, kostet gar nicht viel Geld und du hast automatisch gleich den Trittschall. Hast du gammeliges Parkett, einmal abschleifen, auch schön. Hast du gammeliges Laminat, rausschmeißen, neues reinmachen. Wirkt schlimm, weil es optisch und so große Flächen sind, aber ist in der Praxis nicht wirklich ein richtiges Problem. Das gleiche Prinzip gilt für Wände bzw. für Türen. Wenn dort zum Beispiel ein starker Raucher drin gewohnt hat und die gesamte Rauchfasertapete ist gelb bzw. ist nicht ordentlich tapeziert worden, hat Blasen, ist schief, sieht alles schrecklich aus, ist allerdings alles nicht wirklich ein wirklicher Kostenfaktor. Ich mache in solchen Fällen sowieso immer die Tapeten runter, lass die Wände abschleifen bzw. leicht spachteln und schon hast du Glattputz und musst in Zukunft nur noch weiß streichen. Sieht viel wertiger aus und ist viel einfacher zu handhaben. Auch Türen kann man relativ leicht abschleifen, verspachteln, wieder neu streichen, ist kein Riesenkostenfaktor. Und auch so eine ganze Türzarge inklusive Tür im Baumarkt neu einbauen zu lassen, kostet kein wirkliches Geld, siehe Reno-Tabelle. Man verschätzt sich da leicht mit den Kosten. Es gibt Teile, die sind sehr, sehr teuer und es gibt Teile, die sehen teuer aus, sind aber sehr, sehr billig. Kommen wir zum Bad. Zum Beispiel kann man ein Bad relativ schnell schrecklich aussehen lassen. Das heißt einfach nur, dass die Garnituren zum Beispiel alt und gammelig sein müssen. Aber die auszuwechseln ist eine Sache von unter 100 Euro und schon ist da ein hübscher Wasserhahn drin, ein hübscher Duschkopf und alles sieht schön aus. Was relativ teuer ist, sind Duschkabinen. Die gehen so erst ab 350, 500 Euro los. Das ist relativ teuer, aber zum Beispiel Objekte wie Kloschüssel kosten teilweise ab 30 Euro, Waschbecken, Bidet, Pissoir und so weiter, kostet überhaupt kein Geld heutzutage. Jetzt kann es natürlich sein, dass du da diese wunderschönen hellblauen oder hellgelben oder hellgrünen 70er Jahre Fliesen hast. Auch das ist kein Problem. Die billige Version, die ganz billige Version ist Fliesenlack. Den musst du vorher grundieren, dann machst du einen Fliesenlack, das ist ein spezieller Lack drauf. Den musst du zweimal streichen. Danach sind die nicht mehr gelb, sondern ich sag mal hellgrau oder weiß. Machst noch eine schöne Zierbordüre optisch dran und schon sieht das Bad nicht aus wie ein modernes Bad, aber keiner kriegt mehr einen Schreck, wenn er reingeht. Möglichkeit Nummer zwei ist, die mittelbillige Variante ist, du lässt einfach drüber fließen über die alten Fliesen. Das heißt, sie werden nicht runtergeschlagen, die Wand muss nicht begradigt werden, sondern es werden einfach Fliesen dran geklebt. Dadurch wird natürlich dann
diese Fliesenschicht ein bisschen dicker. Das kannst du nur einmal machen, nicht fünfmal, weil sonst hast du irgendwann irgendwie ein kleines Bad, weil das nämlich immer mehr nach innen wächst. Aber beim ersten Mal kannst du das praktisch machen als Quickfix. Die richtige Version ist natürlich die Fliesen runter, glatt spachteln und mit modernen großen Fliesen versehen. Hier gebe ich dir allerdings den Tipp, nimm nicht die modernsten Badfliesen, weil in einem Jahr, in fünf oder spätestens in 10 Jahren sind die total unmodern. Nimm einfach Evergreen, also Sachen, die immer funktionieren. Und das sind mediterrane Bäder, also ich sag mal so Terrakotta-Farben oder sonst irgendwas. Mediterrane Bäder werden immer gleich bleiben, die sind schon seit Jahrhunderten gleich. Wenn du also diese Art von Bädern machst, weil so bei den modernen Bädern ändert sich die Fliesengröße, die Fliesenfarbe, mal glänzen, mal nicht, die Fugenfarbe und so weiter, machst du mediterrane Bäder, die waren schon seit 500 Jahren gleich, die werden auch die nächsten 500 Jahre noch gleich bleiben. So, das war die grundlegende Orientierung. Was ist nicht wirklich so schlimm bei der Immobilienbesichtigung, was aber schlimm aussieht? Wie schon gesagt, hier findest du einen Link zur Renovierungskostentabelle. Da hast du die Kosten drin, was das Ganze kosten sollte, wenn du günstig vorgehen möchtest. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Viel Erfolg beim Einkauf. Bis dann, dein Alex Fischer.